Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Wir machen noch die Kampagnen fertig, Akt 8 und 9. Und ja, war schon ein bisschen durch natürlich. Wir haben jetzt nicht so viele Gegner nötig zu besiegen. Und genauso Schwarztruhen und so auch nicht holen. Ah, das ist falsch. So. Weil eben ja, mit dem Charakter haben wir halt die Kampagne noch nicht fertig gemacht, weil wir sehr beschäftigt gewesen sind mit Amulette und was war es noch? Nicht einen Dolch, sondern muss ich gerade ein bisschen nachdenken. Gut schauen. Ja, die Götzen sind es noch genau. Und für den anderen Bild stimmt da noch die zwei Dolche zu versuchen. Zu finden und so weiter, genau. Das war's und sonst, ja, müssen wir halt noch ein bisschen grinden, ein bisschen die letzten Monolithen schaffen, weil wir empowered haben und so weiter. Und jo, einfach den rechten Weg dann auch mit empowered machen oder ohne zuerst einmal. Ah, hier kann ich jetzt wieder nicht chargen, sind wir nicht mehr so schnell. Gut. Die Mission, die stinkt manchmal ein bisschen, aber jetzt, wenn wir stärker sind, ist es auch ein bisschen besser. Okay, Omni-Rolls. Schlechte Rolls und ja. Omnis ist ein Amulett, das man von Shade of Aribis bekommt, wenn man genug Corruption hat dort. Ich glaube 120. Ab 120 Corruption droppt der. Und jo. Es sind ein paar Spieler unterwegs, scheinbar. Noch im Akt machen. Hm. Viele machen natürlich diesen Akt dann nicht mehr, aber wenn man einfach noch die Fähigkeiten, Punkte und so haben muss oder möchte, dann holt man die. Ja, und dann auch noch die Gildenwesten und so. Die werden ja wieder schnell da sein. Aber ja, ich muss unbedingt mehr zocken. Ich bin schon fast ein bisschen deppert, dass ich einfach nichts finde. Weil ich nicht so viel zocke, also muss ich eigentlich auch noch was live streamen und so. Und da bin ich ja gerade ein bisschen am struggeln, weil ich momentan auch nicht so viel Champions of Regnum und Minecraft Sachen machen kann, weil das mir am meisten anstrengt und ich habe ja diese Nervenmüdigkeit. Und bin mich eigentlich eher am Erholen momentan versuchen. Boah, alle Gegner schon da. So, hier geht es ein bisschen besser mit den Gegnern, dass sie ein bisschen schneller down sind. So. Ich bin ein bisschen enttäuscht manchmal von diesem Bild, wenn einfach die Smites nicht broken und so. Soll ein bisschen langsamer als andere Bates, die jetzt wirklich auf Damage gehen können. So, ein bisschen schein. So. Jo, geht relativ schnell. Ja. Bin ich froh. Macht auch Spaß. Also hier oben muss ich ja nichts haben. Ja, muss gar nicht mehr haben. Ja, ich greife, glaube ich, gar nicht die Gegner an. Hinter dem durchrushen. Jo. Aber das Spiel macht auch Spaß, auch wenn man grinden muss. Auch wenn man irgendwie. Jo. Momentan einfach nicht so vorwärts kommt. Gegner zu zählen sind oder so. Das macht trotzdem viel Spaß und sieht halt auch gut aus. Also bin immer sehr erfreut, dass einfach das Spiel genügend gut aussieht. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich Diablo 4 zocke, dann am 14. Mai, ob ich dann auch nochmals einen Grafiksprung erwarte und vielleicht auch nicht bekomme. Weil für mich ist Diablo 4 einfach nicht so optisch rund. Das ist so auf den Screenshots und den Trailer schaue, gefällt mir gar nicht mal so gut. Aber alle sagen so, ja, Diablo 4 hat aber die viel schönere Grafik und so. Irgendwie stimmt das auch nicht mehr so. Die Last Epoch hat eine schönere Optik bekommen. Durch 1.0. Jo. Und sonst, bin ich halt einfach satt gegessen, oder? Ich grinde nicht mehr viel. Ich tue nicht mehr gerne das Inventar aufräumen, die Kiste aufräumen und so Sachen. Ich bin halt ein bisschen eingerostet, oder? Ist ja klar.
Und jetzt spiele ich wieder Sacred 2 und mir macht das Spiel so viel Spaß. Ich weiß nicht, wieso Entwickler das nicht so machen wie Sacred 2. Es macht einfach viel mehr Spaß. Open World, viele Stories, geiles Item-System und so. Ist einfach viel besser. Aber, jo, Last Epoch ist sowieso sehr kommerziell gehalten. Ist halt einfach so, oder da müssen halt immer stärkere Items. Ja, so Sachen kommen. Einfach das, was nicht so viel Spaß macht, habe ich irgendwie das Gefühl. Ich möchte nicht Corruption 3000 machen, ich möchte Corruption 200 machen. Das ist der Unterschied. Es ist einfach alles überskaliert und nervig dadurch. Aber im Grunde genommen ist ja auch der Spaß noch da, indem man einfach merkt, man kann auch so weit hoch kommen. Man möchte es nur nicht irgendwie. Man möchte sich nicht mega anstrengen, immer nur grinden. Oder irgendwelche Items kaufen. Für mich ist null Motivation da, wenn ich Sachen kaufen könnte. Also, ich schaue dann immer wieder, dass ich einfach jo, Solo selber anspiele, weil ich dann mehr Spaß habe. Viel mehr Spaß. Und das ist halt so diese Sache, oder? Das Spiel geht mir sowas von im am After vorbei. Weil es halt einfach falsch für den Falschen ist. Das sind für Leute, die vielleicht irgendwie etwas wagen wollen, das können, etwas Zeit investieren können, ja. Aber nicht für einen, der voll Profi im Fußball sein könnte ohne Krankheit. Der einfach das muss, Fußball spielen muss, damit es ihm gut genug geht und ja, dann auch andere Games let's played und live streamt und alles. Und ein Spiel designt noch und boah, alles mögliche zusammen. Geht einfach nicht. Das Spiel braucht zu viel Zeit. Das ist es. Und das möchte ich einfach nicht investieren. Jo. Und deshalb, jo, sage ich einfach so, ja, just for fun. Alles let's play. Cool. Aber gut und weit komme ich damit nicht. Bin zu langsam dadurch, dass ich let's play. Ich kann ja nicht wendig spielen, sondern muss immer warten, bis die Folgen hochgeladen sind. Und ja, so Sachen. Genau. Und sonst, jo. Versuche ich es einfach, aber habe halt nicht Erfolg, weil ich halt einfach zu wenig Item-Drops habe. Man sagt ja immer wieder, man muss ständig die ganze Zeit spielen und so viele Drops wie möglich haben, dass man auch Glück hat. Stimmt. Ich spiele aber wenig und habe manchmal doch viel Glück und dann manchmal viel Pech. Ist einfach so. Weil ich das einfach. Zum Beispiel, ich kille 60 Gegner und andere killen halt den ganzen Tag. Also ich kille den ganzen Tag 60 Feinde und die Gegner, die Mitspieler oder so killen 500.000 Gegner. Das ist ein riesen Unterschied, oder? Also ich sage jetzt nicht, ich kille nur 60 Gegner pro Part, aber in dem Zeitraum, wo ich eigentlich spiele und die anderen spielen, kennen die anderen viel mehr, oder? Also sagen wir mal 600 und 5 Millionen mal die Gegner, also die Mitspieler, sagen wir die Gegner werden gekillt. So, und das macht halt einfach der Unterschied aus, oder? Ich habe nicht so viel Bock, den ganzen Tag zu livestreamen, weil mir ein Livestream viel mehr zusetzt als ein anderer Mensch. So kleine 30-Minuten-Videos, die gehen ohne Probleme. Ich habe einfach keinen Erfolg. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Einfach reinlaufen. Der weiße Bildschirm ist ja nicht gut zu sehen. Also der oh, ich kann dort rein. So. Wenn man schnell spielt, kann man weniger denken. Stand down. Ideal. So, und doch nicht sterben, weil der Ladebildschirm schon kommt. So, das ist auch schon geschafft. Wow. Und das in 9 Minuten 38. Ja, wenn man halt schnell macht, dann kommt man schnell vorwärts. Also viele Streamer tun ungefähr so wie ich. Rushen oder sogar noch besser natürlich. Ist einfach so. Das Spiel lässt uns einfach nicht in Ruhe.
Der Entwickler lässt uns nicht in Ruhe. Und um erfolgreich zu sein, müsst ihr halt einfach viel schneller spielen oder einfach viel mehr Zeit haben. Und das macht halt das Spiel jetzt auch nicht gerade so besonders motivierend. Viele haben natürlich schon lange aufgehört mit dem Spiel, warten bis eine zweite Season oder Cycle kommt. Und danach können sie ja wieder Spaß haben. Ich habe immer ständig Spaß, weil ich einfach nicht so schnell vorwärts komme. Ich will nicht so schnell vorwärts kommen. Ich möchte das Spiel genießen. Ich möchte den Spaß haben. Und nicht irgendwie, oh, ich muss der beste Spieler der Welt sein. Nein, das möchte ich nicht. Das will ich nicht. Also im Fußball kann ich das werden. Und, ja. Aber zum Beispiel, da muss ich auch 100.000 Mal mehr trainieren, effizienter trainieren und gesunder sein. Ich kann nicht gesunder sein, weil ich habe einfach Krankheiten, die eine Kombination sind, oder? Wenn du eine Krankheit hast, bekommt die andere Krankheit über und so weiter. Und halt eigentlich auch so die Gene und alles mögliche. Da bin ich einfach der falsche Mensch dafür. Und trotzdem sehe ich immer wieder mehr, dass ich einfach sogar besser bin dadurch. Weiß es nicht, wieso. Aber wahrscheinlich ist der Mensch so, dass wenn er halt mal sich richtig, also wenn er negative Sachen hat, vielleicht auch die positiven Sachen rauskommen oder auch gleichzeitig positiv sind. Wer sagt denn, wenn du jetzt zum Beispiel nicht gut schreiben kannst, dass du nicht gut erzählen kannst oder so? Also schreibend erzählen kannst. So Sachen. Oder wenn du nicht gut kochen kannst, weil du nervös bist oder so. Beim Kochen kannst du trotzdem leckere Mahlzeiten machen. Das sagt ja niemand, du kannst es dann gar nicht, oder? Und das ist halt der Unterschied zwischen den Sachen, die negativ sind und die positiv sind. Genau. Also, wenn ihr irgendwas gerne macht und schlecht seid, einfach versuchen weiterhin da zu machen. Und dann seid ihr auch gut. Wenn ihr ein Handicap habt, zum Beispiel wie ich brauche Sport, dann macht ihr Sport, oder? Dann seht ihr auch, wieso ladet das zweimal? Die Server sind wieder sehr langsam. Hier müssen wir sowieso ein bisschen durchrushen. Hier können aber stärkere Gegner sein, zum Beispiel die hier. Die Sirenen. Ja, Heruns Sirenen, genau. So. Also einfach eben so spät wie möglich die Kampagne fertig machen, damit ihr es schneller machen könnt, sonst dauert das halt ewig. Wenn ihr so wenig Schaden macht, oder weil ihr noch auf gleichem Level wie die Gegner seid, dann ist das so am Ziehen, dann schlucken. Ja. Bei den Kampagnen. Einfach wie später macht. Weil ihr braucht die 1-2 Fähigkeitenpunkte nicht früher. Ist irgendwo hier. Ah, wir sind hochgegangen. Wir da unten bleiben sollen. Genau, hier ist er. So. Hallo. Der Captain. Ist da unter der Captain. Cool. So, und dann geht ihr einfach hier oben. Nicht hier rein. Hier drüben. Und habt's somit einfacher. So, sonst müsst ihr zweimal hingehen. So. Also in die Richtung müsst ihr viermal, also einmal, zweimal, dreimal, viermal, ja. Und auf die andere Seite müsst ihr fünfmal, glaube ich. Oder auch viermal, aber es geht einfach sehr viel langsamer, weil ihr zweimal hindackeln müsst. Auf jeden Fall. Auf dieser Seite ist einfach alles ein bisschen bequemer. So. Ah, genau, weil ihr sonst unten länger laufen müsst, genau. Dann müsst ihr den Weg wieder zurück zum Captain gehen, wo wir jetzt reingegangen sind. Und ja, deshalb ist dieser Weg hier kürzer. Ziemlich viel kürzer. Also, ja, sicher so. Ich weiß jetzt auch nicht, wie 30 Sekunden kürzer. Ah, hier gehen nur ein Ei, das ist auch ein bisschen blöd gemacht jetzt. Ja.
Ja. Ich weiß nicht, ich habe ein paar Spiele noch im Kopf, die ich Let's Playen könnte. Aber irgendwie will ich in Last Epoch auch ein bisschen bleiben, natürlich. Also ich will ja nicht aufhören. Ja, nicht aufhören. Stand down or die. Es ist immer noch eines der besten, motivierendsten Spiele. Aber, oder die Abwechslung fehlt halt mittlerweile. Okay, das war auch komisch. Irgendwie ist es ein bisschen laggy gerade. Vom Server her. Aber ja, passiert ja nicht viel, nur ein paar Teleports, ein paar Sachen nicht angezeigt. So, hier ist nichts gewesen. Hier oben ist ja noch der Wegpunkt, den holen wir auch. Also der Bild ist gegen viele Gegner natürlich schon ziemlich stark. Also sobald nur noch einzelne Gegner sind, ist er noch ein bisschen am struggeln. Da wird aber das Amulett dann eigentlich das wieder wegmachen. Bis wir das haben, ja. Geht wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber können wir nichts machen. Also es ist eben eines der seltensten Items. Also Amulette vor allem. So. Und ja, es wird langsam schwer. Also ich müsste wie kurz mal Boss irgendwie. Das muss ich machen, damit die Corruption wieder runtergeht. Wir müssen beim Boss sterben. Irgendwie geht es bei mir nicht. Bin ja beim Boss. Nein, beim Boss bin ich ja gar nicht gestorben. Genau. Man stirbt fast nicht von diesem, an diesem Bild. Das ist schon zäh. Und ja, wir switchen dann irgendwann mal rüber. Also ich muss keine mehr sammeln, gell? Ich sammle sie einfach nur wegen ein bisschen optischem Schnickschnack wegmachen. So, jetzt sind wir bald noch ein Level weiter. Jo. Also es könnte sein, dass ich jetzt nach diesem Part auch noch ein bisschen livestreamen kann. Und dann sind wir einfach weiter. Ich möchte aber eigentlich die Kampagne, also ich werde jetzt noch nicht so schnell livestreamen können. Also zuerst mal die Kampagne fertig und ich werde das eigentlich nicht in einem Part zeigen müssen, wie ich das Amulett suche oder so. Ist natürlich schon, also es ist Spaß, es macht Spaß. Aber es ist halt so gestreckt. Ich will nicht so viel Gestrecke haben, oder? Das ist das Problem. Das Spiel will uns einfach die ganze Zeit, dass wir gestreckt irgendwie etwas farmen müssen. Und wir sagen so, nö, wir machen das nicht in einem Let's Play. Wir wehren uns dagegen. Und ja. Wird halt nicht so viel geschaut, Last Epoch. Leider. Also Livestreams werden leider nicht so geschaut. Auch zum Beispiel die Videos sind nicht mehr so beliebt. Weil halt einfach viele nicht unbedingt Last Epoch jetzt momentan spielen wollen. Und jo. Schauen wollen. Ein Bild zum Beispiel versuchen zu finden oder so. Jetzt glaube ich gar nicht, was ich. Wo ich überall hin muss. So, wir haben da eben noch den 12 von 15, genau von diesen Seelen. Der Hexter ist gestrandet. Der schon krass, wie viele Gegner manchmal mitkommen, wenn die so gemacht wurden, dass sie eigentlich immer uns folgen. Ist so schlecht. In anderen Spielen, ja. Das sind die Gegner einfach in der Region und bleiben in der Region und hier laufen sie einfach ständig genüsslich mit. Naja. Gut. So, dann sind wir hier im Ding-Tempel, Lagons Tempel. Gleich drinnen und wir haben noch genug Zeit, Lagon zu besiegen, denke ich mal. Also dort werde ich auch ein bisschen durchrushen, natürlich. So wie das Mana reicht. Ah, ich muss unten, ja. Und wo bekommt man die untere Schärpe? Bekommt man die im Tefima schon? Oder ist es die Schärpe, die im Turm, also gibt es im Turm da noch die Schärpe, glaube ich. Jo.
jetzt. Okay, ich muss einfach angreifen. So, ich denke, es ist wieder hier hinten. Wie immer. Der richtige Durchgang und dann rechts herum. Links herum vom Charakter her. Gehen wir nochmal eins runter. Die Leihaffe ist ja auch irgendwie schwer geworden. Das ist immer noch zu leicht für mich gewesen beim anderen Bild. Das war der andere Beet. Das war der vorherige Beet, den wir verwendet haben. Bin jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch. So, gehen wir mal runter. In den. Okay, hier runter geht's nicht. So. Jetzt bin ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. War nicht der schon mal? Ah, es war wahrscheinlich einfach ein anderer Paladin. Genau. So, Heilende Hände ist immer noch ziemlich stark, aber er bleibt so stark natürlich. Und eben da der andere Beet ist mit Heilende Hände. Irgendwie Feuer Smite. Kombiniert. Da brauche ich aber noch viele Items. Der kann aber bis zu 3000 oder sogar mehr den Corruption machen, wenn er alle Items hat natürlich. Und ja, ist natürlich nicht so schnell erreichbar. Okay. Angriffsgeschwindigkeit auch nicht. Resistenzen brauchen wir auch nicht so sehr. So, dann sind wir bald bei Lagun. Buggy, buggy. So. Das Sanktum des Architekten. Hier könnte man, glaube ich, ein bisschen mein Armor ist going to start to rust at this point. Geh auf Tür. So, da ist sie. Sehr gut. Hallo, wieso hast du dich einbarrikadiert? Komm, stirb. Ich mach null Schaden jetzt. Noch ein bisschen noch zu schauen, ob wir heilen. Mehr. Ja, so leicht werden Gegner sein. Jetzt hat sie natürlich wieder ab. Jetzt müssen wir einfach kurz nur Helme casten. Das ist schon da. Das wird gar nicht mal so gut getroffen, weil sie so allein ist. So dünn. Hey! So. Aber Lagun. Bei Lagun müssen wir ein bisschen aufpassen. Und ich weiß gar nicht mehr so gut, wie Nacht 9 dann das mit dem Ding kommt. Mit dem Zirkel. Der Weissagung. Also hier müsst ihr einfach schauen, dass ihr die Teile killt hier, die Tentakel. Also ihr müsst nur einen besiegen. Also sie haben beide die gleichen Arten. Sogar zweimal. Ah, das ist einmal wegen dem vielen Schaden. So, hier müssen wir die Tentakel töten. Ganz easy. Und ja, die Dinge ausweichen, die Wellen. Ziemlich nervig. Ordnungstechnisch. So. Würde zu schnell werden. Und uns machen sie keinen Schaden. Wir heilen ja auch sofort wieder. Easy.
Naja, ich wusste, dass sie gegen überlegen sind. Die Schlingel. Die Schlingel-Tentakel, der. Süße Tentakel, ich finde sie immer so schnuckelig. Ich finde Tentakel cool. Tintenfischen. Stand down. Wieso liegt hier Stroh rum, Gold rum? Ja, mir auch. Einmal bin ich beim Großen einfach mal in den Laser reingelaufen. Ich dachte, der Laser würde irgendwo anders hingehen. Hat er nicht gemacht. Ja, manchmal kann es auch einfach sein. Wow. Oh Gott, ich sag so, es kann einfach sein, wir machen zum großen Fehler. Ja, mach mal weg. Mach mal fertig. Ich hab nicht so viel Bock, dir da. Stirb. Ich mag den Mond. Der sieht wirklich sehr schön aus. Ja, mach mal vorwärts. Hallo. Bin wieder gestresst. Gib doch diese Stresskranke. Bitte. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich bin Karl. Karl mag Bösewichte. Ich bin selber ein Bösewicht, weil ich Karl bin. Karl, der Türsteher. So. Dankeschön. Ich bin Karl. You're back. Ich bin back. Will be back soon. Ja, das war ein Schnelldurchlauf durch Akt 8. Jetzt haben wir noch 3 Minuten kurz. Ja, wir müssen eigentlich nicht mehr viel machen. Ich mache jetzt mal einen kürzeren Part. Und dafür kommt noch mal ein Part. Dass wir diese Kampagne fertig haben, hoffentlich. Gut wie möglich. Sonst kommen 3 kurz kürzere Part, aber es ist ja nicht viel kürzer. Jo. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten jo. Video oder so. Treffen. Dürft ihr gerne wieder einschalten. So. Sie ist, glaube ich, der Bösewicht. So. Gut. Tschüss, Sikorski.